So, hallo Leute. Ich will euch heute hier mal ein Familienfoto zeigen, wie das entstanden ist. Ja, das ist die Familie Guritscher. Machen wir sie mal ganz groß. Das ist jetzt eigentlich das fertige Bild nach der Bearbeitung. Ich habe hier ziemlich viel positives Feedback bekommen, was mich ja gefreut hat. Und deshalb einmal ja, kleiner Einblick, wie das Ganze entstanden ist. Fotografiert habe ich das mit einer Canon EOS Mark IV. Das Objektiv war das 85 mm Festbrennweite 1,8. Blende war bei diesem Bild, wo schlag mich tot, ich glaube 2,2. Was gibt es da noch zu sagen? Ja, gut, aufgehellt ist das Ganze worden mit einem Aufsteckblitz, auch von Canon, der 580EX2. Aber wie gesagt, der ist nur zur Aufhellung benutzt worden und ansonsten war eigentlich nichts dabei, also eine relativ leichte Ausrüstung. Und naja, jetzt fange ich einfach mal an und zeige euch, wie das Bild entstanden ist. Dazu blende ich mal erst einmal alle Ebenen aus. So ist das Ganze aus der Kamera gekommen. War in Ordnung, ist aber ja nichts Besonderes. Der Hintergrund ist mir in dem Fall ein bisschen zu hell. Und ich wollte das Ganze ein bisschen wärmer. Das war eigentlich nur ein super schöner Frühlingstag, aber mir ist da zu viel Grün im Bild. Ich wollte das ein bisschen gelber haben, also dass der Frühling besser umherkommt. Dann ist als erstes die Entwicklung bzw. Anpassung im RAW-Converter. Dann sieht das Ganze schon mal ein bisschen freundlicher aus. Ich gehe jetzt hier an dieser Stelle gleich vorab auf die ganzen Einstellungen nicht ein. Es wird in Zukunft vielleicht einmal je nach Bedarf ein ausführliches Tutorial oder ja, Video kommen, wie das Ganze funktioniert. Als zweites habe ich dann mir diese Ebene dupliziert, wieder in das Smart Object, damit ich jederzeit die Einstellungen wieder ändern kann. In dem Fall habe ich hier, wie man sieht, nur geschärft. Also das Ganze nur geschärft und ein bisschen angepasst von den Farben noch. Dann ist als nächstes, ja, ich habe es jetzt einmal Look genannt, also die Namen habe ich halt so einfach, ja, wie ich am besten klarkomme. Ich schalte es mal ein. Man sieht eine kleine Veränderung. Ich habe in der Mitte das ganze Gelb wieder rausgenommen. Und hier sieht man die ganzen kleinen Anpassungen, die ich hier durchgeführt habe. Hier zum Beispiel Farbtonsättigung. Man sieht es jetzt nicht stark, ist nur in der Mitte ganz leicht entsättigt worden. Als nächstes kommen die Kurven. Auch hier ist eine leichte Entsättigung drin. Dann eine selektive Farbkorrektur. Hier habe ich den ganzen Kontrast wieder ein bisschen nach oben gezogen. Und auf dieser Ebene eigentlich nur vom Jan das Gesicht. Das war mir zu dunkel. Das habe ich hier ganz leicht. Ja, stopp, stopp. Fehler. Es war mir nicht zu dunkel, es war mir zu rot. Ich habe es rot ein bisschen rausgenommen und habe das Ganze ein bisschen ja, angepasst, weil seine Frau ist auch nicht so rot gewesen im Gesicht. Jetzt haben wir gedacht, ich nehme es ein bisschen raus. Und das letzte war auch wieder eine kleine Kurve hier im Hintergrund. Ich gehe mal schnell da drauf. Hier im Hintergrund war mir die Überstrahlung ein bisschen zu scharf. Die habe ich ein bisschen rausgenommen, soweit wie es gegangen ist. Und das war es zum Look. Als nächstes habe ich die ganze Farbe ein wenig angepasst. Relativ schnell. Ich blende nochmal die zwei aus. Man sieht schon hier eine leichte Vignette, also den Rand ganz leicht abgedunkelt. Man sieht es besser, wenn ich es einmal hochziehe, was hier passiert ist. Ich habe mir das Ganze dann einfach ausgeblendet wieder auf 9% Deckkraft. Als nächstes habe ich mir einen Farbton vom Bild, ich glaube es war hier vom Hintergrund rausgesucht, habe den komplett übers Bild gelegt und habe dann nur mit 2% eingeblendet. Also man sieht eine ganz leichte Veränderung, das Bild wird ganz minimal wärmer. Ich ziehe es auch mal hoch, das wäre der komplette. Dann gehen wir mal auf 20%. Wäre auch zu viel. Und wie gesagt, das waren, wie man es ja sieht, nur 2%. Also ganz minimal geändert. Als nächstes wieder ein paar Einstellungsebenen. Ich blende wieder alle aus. Es gibt im Photoshop die Funktion Color Lookup. Hier kann man auch verschiedene, ja, Verläufe, sage ich jetzt einfach mal, ins Bild bringen. Auch hier ein ganz leichter Verlauf, nur mit 5% Deckkraft.
und sieht es hier am Video ein bisschen schlecht, dann wieder eine Verlaufsumsetzung. Verlaufsumsetzung sind einfach nur, wie sage ich das jetzt am besten, von Gelb nach Blau in einer bestimmten Richtung, gibt dem Bild wieder ein bisschen einen Look. Man sieht es hier auch minimal, es wird ein bisschen wärmer durch das Gelb. Und nochmal eine Verlaufsumsetzung mit einem anderen Farbton, hier sieht man schon ein bisschen mehr, es wird wieder ein bisschen oranger. Und wenn man das Ganze ansieht, sieht man die gesamte Veränderung. Dann, ich blende es mal ein und aus, hier sieht man schon die Veränderung, wird wieder ein bisschen oranger, am Rand ein bisschen mehr abgedunkelt. Das sind einfach nur Texturen, also sprich Grafiken, die auch von der Deckkraft her stark reduziert worden sind, beide auf 12%. Die Personen, auf den Personen wollte ich die Textur nicht haben, weil man es dann einfach gesehen hätte, dass hier eine andere Grafik drüber liegt, also nur im Hintergrund. Sieht man nicht. Ich mache es mal ganz groß. Man sieht eine ganz leichte Veränderung im Bild. Super, jetzt wollte ich mit dem Finger zeigen, was ist, aber ihr seht mich ja nicht. Aber ich glaube, man kann es erkennen. Das nächste, klassisch Dodge and Burn. Hier einfach, die untere ist einfach nur eine Sicherung, weil an der oberen zeichne ich es gerne nur ein bisschen weicher und wenn es nicht klappt, habe ich gerne das Original wieder zur Hand. Dodge and Burn heißt nichts anderes, also einige von euch werden es mit Sicherheit kennen, als Malen mit Licht, also sprich ein bisschen mehr Tiefenwirkung, 3D-Wirkung, man kann es nennen, wie man will, ins Bild zu bringen. Und das sieht man auch hier. Dann habe ich das Ganze, alle Ebenen auf eine zusammengefasst und den Hintergrund ein bisschen retuschiert, was mir so nicht gefallen hat. Ich glaube, man sieht es sehr gut. Hier die Säule im Hintergrund, dann die Bäume ein bisschen dichter gemacht und links hinten war auch noch eine Säule, die mir auch nicht gefallen hat. Man hätte natürlich auch noch mehr machen können, aber ich finde es so schon mal ganz gut. Auch hier sieht man vielleicht noch, da war so ein Sandweg noch dazwischen. Das, was mir nicht gefallen hat, habe ich einfach zugemacht. Und ich glaube, das gibt dem Bild noch ja, ein bisschen mehr Ruhe. Hier haben wir das dann nochmal dupliziert. Hätten wir auch auf der gleichen Ebene machen können. Ich habe es nochmal dupliziert. Fragt mich jetzt bitte nicht mehr, warum. Ich weiß es nicht. Ist auch wurscht. Braucht eigentlich bloß ein bisschen mehr Speicherplatz. Man sieht am Vordergrund also einfach bloß ein bisschen sauber gemacht. Die ganzen Blätter, Äste. Hier noch das Gras ein bisschen angepasst und im Hintergrund sehe ich gerade, habe ich auch noch was gemacht. Hier war noch ein kleiner Schein, den ich anscheinend noch gesehen habe und habe da auch noch mal rumgepinselt oder retuschiert. Dann kommt eigentlich nur noch den Vordergrund, habe ich ein bisschen weicher gemacht. Man sieht es ganz leicht hier. Ich gehe mal noch mal auf Vollgröße und blende es aus und ein. Jetzt sieht man es. Und zum Schluss einfach nochmal eine Tonwertkorrektur, um dem ganzen Bild ein bisschen mehr Pep, ein bisschen mehr Kontrast zu geben. Und das war es dann eigentlich schon, das Ganze. Ich hoffe, es hat euch einen kleinen Einblick gegeben, was ich da fabriziert habe. Also wie gesagt, ich habe sehr, sehr viel Feedback auf das Ganze bekommen, was mich super gefreut hat. In der Serie sind auch mehr Bilder entstanden, die findet ihr auch noch auf meiner Facebook-Seite. Einfach Fotostyle Schindler suchen, wenn ihr die Seite nicht kennt, oder auf meiner Homepage www.fotostyle-schindler.de. Ja, und vielleicht demnächst einmal mit einem ausführlichen Video, wie das Ganze im Detail funktioniert, oder auch mit dem ein oder anderen Tipp. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn es eine kleine Anmerkung schreibt, oder ja, vielleicht sind auch einige dabei, die wo wirklich interessiert sind an den Details, würde mich auch interessieren, ob da Videos gewünscht sind, die wo tiefer in das Ganze gehen. Und dann einfach bis zum nächsten Mal. Ciao.